Kapitel 6. Okay. Jetzt ist düsterer. Die Musik auf jeden Fall auch. Und zurück können wir wahrscheinlich nicht mehr. Da will ich auch nichts ausprobieren. Und dann wieder schönen Ladebildschirm. Ich habe so das Gefühl, dass wirklich die Verheerung Ganons. Ich habe aber auch so das Gefühl, dass das hier jetzt das letzte Kapitel ist. Sind das Schädel oder Steine? Ja, das sind schon Steine. Ich hatte kurz gedacht, das wären vielleicht Schädel oder so. Okay, hier gibt es nichts. Ah, hier haben wir den Zauberer. Dann, wo haben wir den Zauberstab? Jetzt muss ich es wissen. Okay, das war jetzt auch ein interessanter Weg. Schön durchs Dunkel. Bestimmt da drin, ne? Ja, hier ist der Zauberstab. So, jetzt schnell noch die Blumen holen. So. Okay, jetzt wieder hoch. So, dann haben wir das jetzt auch mal geschafft. Ach, und hier öffnet er mir. Okay. Drei haben wir noch. Also ist das hier wahrscheinlich ein letztes Kapitel sogar. Also drei, die noch vor uns liegen. Okay, wo ist Ganon jetzt? Kommt er jetzt? Wo sind die Moblins und Bogblins? Was? Warum ist er jetzt rot? Okay, muss ich es nochmal versuchen? Ich raff jetzt gerade gar nichts. War jetzt zu langsam? Ist er korrumpiert, der Geist? Ist ihr Licht? Ich probiere hier jetzt mal was aus.
Ah, okay. Ich kann jetzt nicht mehr diesen aufgeladenen Schrei machen. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wohin. Das funktioniert aber immerhin noch, aber... Muss ich hier vielleicht wieder irgendwie hoch entlang? Nee, klappt irgendwie nicht. Hier. Den habe ich nicht gesehen. Was gibt's denn hier? Da komme ich nicht hoch. Doch, komme ich hoch. Hier kann ich nochmal mit Blumen mich aufladen. Achso. Ich wäre so oder so hier hingekommen. Was ist denn das für ein Weg? Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich von hier weiterkomme. Dann schauen wir uns hier mal um. Das ist doch eine Viererkreuzung. Das war das jetzt nach oben. Von da kamen wir. Ah, okay. Also ich muss von hier irgendwie weiterkommen. Die Frage ist nur... Ich glaube schon eher da lang. Und ich habe es vermasselt. Okay, noch ein Versuch. Vielleicht mit ein bisschen mehr Anlauf. Ja, mit mehr Anlauf. Hier geht es auch nicht weiter, also da lang. Hier gibt es noch mehr Blumen. Und ist zu. Und da ist unser korrumpierter Geist. Achso, das ist... Ah, hier. Den haben wir schon mal, immerhin. Okay, der leuchtet jetzt schon. Also ist hier irgendwo unser Freund von Zu und Herr Zauberer. Nur wo? Vielleicht da oben. Ah, hier geht's hoch. Okay. Jetzt nur nicht zu schnell. Nicht, dass hier irgendwo ein Loch im Boden ist. Okay. Frage ist, was muss ich machen, damit die Kugel da verschwindet? Okay, hier lang. Ah, und hier. War das noch rechtzeitig? Ja, das müsste noch rechtzeitig gewesen sein. Okay. So,
So, Glühbirne, also Zauberstab geht immer wieder an und aus. Und geht er wieder rüber auf die andere Seite? Anscheinend nicht. Aber wo ist der Zauberer? Der soll ja hier irgendwo sein. Jetzt kommt, wer ist da drinne? Ah, nicht runterfallen. Oder hier? Nee, das ist auch schon falsch. Hier geht es ja auch nirgendwo weiter. Ja, aber wo ist jetzt der Zauberer? Ich glaube, der ist wirklich da drin, oder? Ja, jetzt sind wir erstmal wieder schön eingeteert. Ist er hier drunter? Auch nicht. Weiter oben vielleicht? Auch nicht. Zumindest nicht erkennbar. Hier ist das Ding ordentlich schon am Vibrieren, der Controller wieder. Das heißt, er muss hier irgendwo sein. Bloß wo? Sei der jetzt wirklich da drin, ne? Egal, dann lassen wir das mal. Wir haben eh das meiste vergessen, verloren, übersehen, wie auch immer. Jetzt brauchen wir wieder die Blumen, hä? Ja, egal. Ich glaube, Blumen gibt es jetzt eh nicht so viele. Ah! Toll! Wir brauchen die Blumen. Wir kommen ohne Blumen hier eh nicht weiter. Was könnten die jetzt sein? Die Blumen. Da hinten sehe ich welche. Nee, das war ja das Ding. Dann nehmen wir das wieder mit. So, nee, hier noch nicht. Hier. Dann schauen wir mal, was eigentlich das eine Ding hier vorne. Wo war denn das? Genau das da. Verursacht, anstellt. Ah, okay. Kann ich das wieder einsammeln? Ah, und jetzt geht wieder zu. Okay, dann nicht. Hätte man ja ausprobieren können. So, jetzt geh wieder auf, bitte. Und dann schauen wir mal, was es hier gibt. Okay.
Ah! Toll, jetzt brauche ich so oder so eine Blume. Jetzt müssen wir alles nochmal zurück, in der Hoffnung, dass ich noch eine Blume finde. Aber hier haben wir keine Blumen mehr. Das heißt, jetzt müssen wir uns irgendwie ganz schlau anstellen, wie wir mit dem, was wir haben, also mit dieses einmal hier Magica, wir haben nur einmal Magica, und wir müssen uns damit jetzt sehr, sehr schlau anstellen, wie wir hier weiterkommen. So, dann schauen wir mal, ob es hier drinnen vielleicht irgendwas gibt. Womit wir vielleicht das Tor von der anderen, also von dieser Seite hier aufmachen können. Das ist ja nämlich die andere Alternative, hier reinzukommen. Wir versuchen es nochmal. So. Machen hier nochmal zu. Vielleicht ist oben was, wo wir nicht rankommen momentan. So, ach toll. Ich bin so ein Genie. Dann machen wir das noch einmal so. Ach, super. Ich sehe es, was ich machen muss. Ich glaube, ich sehe es. Hier nochmal aufmachen. Mit meinem eigenen Gewicht das runtersetzen. Dann hier wieder zumachen und als Geist dann nach oben. Das muss ich machen. Also hier so runtersetzen. Wieder zurück. So. Und dann als Geist nach oben. Und dann hier noch Zauberstab. Okay. Bedrohliches Licht. Gesundheit. Ah, und hier können wir den jetzt wieder einsammeln. Und den Zauberstab weiß ich nicht. Ob wir den finden, den Zauberer. Oh. Ich weiß nicht, ob wir den finden werden. Würde heißen dann jetzt, dass wahrscheinlich noch einer fehlt. Ja, einer fehlt noch. Also, bis wir am Ende sind hier vom Spiel. So, dann ist jetzt die Frage. Okay, ich sehe schon das hier, aber... Was passiert, wenn wir das machen? Der geht nach oben. Gibt es hier aber noch mehr Blumen, die wir einsammeln können?
Oder müssen wir die richtigen hiervon machen? Die richtigen betätigen. Ich hoffe, hier gibt es noch mehr Blumen. Hier ist noch ein Zauberer. Das ist also dann der letzte Zauberer. Wir haben wirklich nur dieses eine Magiker. So, wir machen uns nochmal sauber. Rambo. Ey, komm, ich wollte den mitnehmen. Ja. Und ab zum Zauberer. So. Wir haben leider noch nicht alle geschafft. Aber das ist jetzt der letzte, den wir in diesem Durchlauf kriegen werden. Aber ich hoffe, wir haben jetzt noch was Neues, Hübsches freigeschaltet, oder? Anscheinend nicht. Toll. Hier sind drei Schädel. Ich habe so einen Verdacht, weil vorhin bei dem einen war ein Schädel. Und wir das in der Reihenfolge machen müssen, wie die Zahlen da stehen. Hier einer. Hier sind gar keine Schädel. Was passiert, wenn wir den jetzt wegnehmen? Das sind 0. Also da, das ist dann wahrscheinlich die 0. Dann ist das hier die 1. Die ist die nächste. Wir müssen das wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Okay, hier gibt es sonst keinen. Dann suchen wir mal den mit der 2. Da haben wir den. Der ist jetzt der nächste. Okay, jetzt der mit der 3, der hier drin ist. Jo. Alles klar, wir haben das Rätsel gelöst. Aber den will ich trotzdem mitnehmen. Und einmal kurz waschen. Hier ist auch nochmal ein Schädel, okay. Was macht das jetzt? Ah, okay, das öffnet uns den da. Aber dann haben wir jetzt keine Blume mehr. Oder ist hier noch eine irgendwo? Nee, wenn wir da jetzt runtergehen. Toll.
Jetzt haben wir gar keine Magie mehr. Jo. Schön schwarz, nice. Oh. Unserem Fuchs geht es nicht mehr so gut. Jo. Alter. Was tun wir uns hier an? Okay, wir können auch nicht mehr schneller werden. Also schneller kann ich jetzt wirklich nicht. Wir sind jetzt dauerhaft in diesem Zustand hier. Ich kann nichts machen. Also ich kann zwar noch steuern, aber... das sieht super aus. Wiggle, wiggle, wiggle. Aber ich kann jetzt nicht schneller werden. Unserem Fuchs geht's echt nicht gut, oder? Und wir sind gestorben. Alter. Nein. Jetzt sind wir ein Geist. Alter. Was haben wir uns hier angetan? Ist das jetzt das Ende?